Die Mr. Trump habe ich getroffen. Und dann noch so einige andere halt, prominent. Und den Bürgermeister, den triffst du ja auch alle paar Tage mal. Ich lebe eigentlich schon seit meiner Geburt hier und habe hier meine Ausbildung gemacht, habe hier geheiratet, habe in der UKE gearbeitet und Klinikum Nord heißt sich das jetzt. Irgendwann hatte ich einen Unfall und dann ging das nicht mehr so, wie ich das wollte. Und nach einem Jahr Pause habe ich mich dann umentschieden. Bin dann in den Service gegangen, in die Security. Habe auch dann im Flughafen gearbeitet eine Zeit lang. Für eine amerikanische Fluggesellschaft. Also ich habe eine ganze Menge gemacht. Ich habe mich explizit hier beworben, ja. Weil ich das Objekt einfach schön finde. Ja, das ist ein Objekt, das ist zwar teuer geworden, wesentlich teuer, aber es ist halt ein neues Wahrzeichen. Das war für mich also das, wo ich mir gesagt habe, ja, mach mal was anderes. Ist super tolles Arbeiten halt auch. Man arbeitet am Tag. Und muss nicht so früh aufstehen, wie auf dem Airport oder als Krankenschwester halt. Man hat zwar auch manchmal einen Schichtdienst, aber die sind eigentlich noch human gehalten, die Zeiten. Ich bin ja schon etwas älter halt und dann, jetzt ist auch vorbei jetzt. Man hat eine ganze Menge gemacht halt und das reicht jetzt auch. Ich möchte auch nicht mehr lernen.